Ja, willkommen zum zweiten Teil des Mostly Printed CNC Projekts, also meinem ersten Projekt, das ich auf meiner selbstgebauten CNC fräsen werde. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was fräse ich denn als erstes, dachte ich erst an ein Türschild, aber dann ist mir eine Sache eingefallen, die ich meinen Eltern schon vor etwas längerer Zeit versprochen habe, und zwar meine Eltern sind von der Gattung, die immer mit dem Wohnwagen in den Urlaub fahren. Ich selber habe auch meine ganze Jugend und Kindheit niemals ein Hotel oder sowas von innen gesehen, immer nur Zelte und Wohnwagen. Aber egal, ich finde sie auch irgendwie super. Jedenfalls haben sich meine Eltern ein Schlüsselbrett gewünscht für ihren Wohnwagen. Und da dachte ich erst an so ein schnödes Kästchen, aber jetzt mit der CNC würde sich ja anbieten, da irgendwie was Cooleres zu fräsen. Also habe ich mir da entsprechend was ausgedacht. Ja, also ich habe hier mir quasi diese Kontur gemalt in Photoshop. Ja, das ist einfach so ein Einachser-Anhänger, ne? Und den möchte ich gerne ausfräsen. Und zwar folgendermaßen, dass ich quasi die Außenkonturen komplett ausschneide und das Fenster hier ausschneiden werde. Das Loch hier in der Türe werde ich ausschneiden. Aber sowas wie das Rad oder auch den Türbogen oder den Türausschnitt möchte ich nicht komplett ausschneiden, sondern nur mit einem 45 Grad Phasenfräser nur andeuten, dass hier eine Tür ist und dass hier ein Rad ist, dass hier quasi die Radaufhängung, die Felge ist. Ja, ich arbeite ja, wie ihr schon gesehen habt, mit Astelcam, und was ich bereits getan habe, ist meine zwei Werkzeuge, die ich brauche, um die Fräsung durchzuführen, hier in die Werkzeugliste einzutragen. Da gibt es ein paar Werte, die sind recht einfach einzutragen, wie zum Beispiel den Durchmesser des Werkzeuges. Das steht ja auf dem Werkzeug selber drauf. Dann auch vielleicht die Tiefenzustellung vom Werkzeug. Da gibt es auch Formeln, wie viel Prozent des Durchmessers jetzt am Ende dann die maximale Tiefenzustellung für das Werkzeug ist. Dann gibt es aber auch Sachen, die müssen ausgerechnet werden, je nachdem, was für ein Material man fräsen möchte. Also zum Beispiel hier die Vorschubgeschwindigkeit oder auch die Eintauchgeschwindigkeit und die Drehzahl, die die Spindel bzw. die Fräse am Ende fährt. Um diese Werte hier auszurechnen, habe ich die wirklich tolle Liste von Sorotec verwendet. Sorotec hat hier ja, so eine PDF auf ihrer Webseite, um halt dann die Vorschubgeschwindigkeit und auch die Drehzahl anhand von zwei Formeln und zwei Tabellen zu berechnen, oder einer Tabelle in dem Fall zu berechnen. Was man macht, ist, man schaut erst einmal, was für einen Werkstoff möchte ich denn eigentlich fräsen, nämlich zum Beispiel Holz hart oder Holz weich. Und da ergeben sich halt dann zum Beispiel schon mal die Schnittgeschwindigkeit in Meter pro Minute und der entsprechende Zahnvorschub für den entsprechenden Fräser. Also bei Holz hart wäre das zum Beispiel bei einem 6 mm Fräser 0,085 Vorschub pro Zahn in Millimeter pro Umdrehung. So, und dann gibt es halt diese beiden Formeln, um erstmal die Drehzahl auszurechnen, wo dann die Schnittgeschwindigkeit in Meter pro Minute umgerechnet wird in Millimeter pro Minute, indem es mal 1000 multipliziert wird, mal Pi, mal den Durchmesser des Fräsers in Millimeter. Und dann haben wir die RPM, also die Drehzahl, die dann der Fräser oder die Spindel laufen muss. Und diese Drehzahl verwenden wir dann später wieder hier in dieser Formel, um die Vorschubgeschwindigkeit
auszurechnen. Also wie schnell darf denn der Fräser überhaupt bewegt werden im Material? Und da wird einfach dann die ausgerechnete Drehzahl multipliziert mit der Anzahl der Schneiden, in dem Fall habe ich auch zwei Schneiden auf meinem Fräser, mal dem Zahnvorschub pro Millimeter pro Zahn pro Umdrehung, was ich hier aus dieser Tabelle entnehmen kann, also diese 0,085. Und dann, wenn ich wieder in Estelcamp zurückgehe, habe ich in dem Fall hier diese Vorschubgeschwindigkeit errechnet mit 4060 mm pro Minute und eine Drehzahl von 24.000 Umdrehungen pro Minute. Ja, was Ähnliches habe ich für den Phasenfräser gemacht. Da habe ich einfach mal den Vorschub übernommen, um zu gucken, wie das so funktioniert, weil der Phasenfräser ist ja im Durchmesser durchaus variabel. Er ist zwar in seinem Gesamtdurchmesser fix, nämlich 12,7 mm an der obersten Stelle, aber er läuft ja spitz zu. Was hier halt wichtig ist, dass man entsprechend sagt, dass es sich um einen Phasenfräser handelt. Also es gibt einen Schneidewinkel, in dem Fall 90 Grad. Und wir sagen auch, wie der Mittenversatz ist, also wie tief wir quasi in das Werkstück eintauchen sollen oder wollen. Auch hierzu gibt es halt eine Formel, die im Prinzip besagt, wie stark dann seitlich in das Werkstück eingetaucht werden soll, um halt eine Kante anzufasen. Und das sind einfach die 12,7 mm Gesamtdurchmesser durch 4, ergibt dann den Mittenversatz. Ja, also das sind die Vorbereitungen, was die Werkzeuge angeht. Und dann laden wir einfach erst einmal unsere Grafik, in dem Fall halt dann dieser Wohnwagen im SVG-Format, Einheit ist Millimeter, in Estelcam rein. So, jetzt haben wir halt die Konturen von diesem Wohnwagen schon hier drin. Ich habe hier in der Ansicht eine Rasterung vom Arbeitsbereich angegeben von 10 mal 10 cm. Das heißt, ein Kästchen sind 10 cm. Das heißt, dieser Wohnwagen ist halt so viel zu groß und muss erstmal deutlich verkleinert werden. Das heißt, ich skaliere jetzt erst einmal das gesamte Objekt runter auf vielleicht noch 25%. Ja, ein bisschen größer kann es, vielleicht 35%. Ja, sagen wir mal 40%. Ja, 40% sehen gut aus. So, und verschiebe dann entsprechend das Objekt wieder Richtung Nullpunkt, also x, y, z, 0 Koordinate hier unten links, indem ich auf Verschieben gehe und das gesamte Objekt einmal runterschiebe und versuche das dann auch in dieser Rasterung in den Kästchen zu halten, weil mein Werkstück am Ende, was ich fräse, also die Platte, aus der ich rausfräse, eine gewisse Größe hat, und dann muss das mit dem Nullpunkt halt auch entsprechend stimmen. So, jetzt ist das Objekt erstmal auf die richtige Größe gebracht und richtig positioniert. Ich hätte jetzt auch den Nullpunkt verschieben können, aber in dem Fall habe ich jetzt einfach das Objekt Richtung Nullpunkt runtergeschoben und in der Rasterung etwas ausgerichtet. Dann muss ich ihm sagen, mit welchem Werkzeug welche Operationen durchgeführt werden sollen. Und da gibt es jetzt erstmal ganz simple Operationen, nämlich dass Konturen anfasen, gravieren, wie man das jetzt auch immer nennen möchte. Und dazu brauche ich den 90 Grad Phasenfräser und sage, ich möchte eine Gravur erstellen, und zwar mittig auf der Kontur gravieren, und kann die Kontur der ersten Gravierung schon mal automatisch erkennen lassen. Das soll dann hier zum Beispiel das Mittelteil des Rades sein. Und hier muss ich dann auch schon eine Frästiefe angeben. Und zwar hätte ich gerne, dass er da so einen Millimeter tief eintaucht. Und den Rest lasse ich erstmal so. Das heißt, hier wird ein Millimeter tief eine 90 Grad
Kontur eingraviert. Und das Gleiche soll halt auch bei den Umrissen der Türe gemacht werden. Wie man hier sieht, wenn ich hier mit dem Cursor über diese Linie gehe, dann erkennt er quasi die komplette Innenkontur vom Wohnwagen als Fräsbahn. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte wirklich nur diesen Türausschnitt hier fräsen. Dazu muss ich dann auf das manuelle Konturen erkennen umschalten und kann hier ganz einfach erst einmal sagen, er soll hier starten, laufe dann die Fräsbahn ab. Und statt mit der linken Maustaste bestätige ich jetzt mit der rechten Maustaste. Dann habe ich diese Außenkontur schon mal gemacht. Und dann gehe ich einfach hier rüber und schließe dann die Kontur am Startpunkt wieder ab. Und habe dann hier jetzt quasi den Ausschnitt der Türe einmal graviert. Und da möchte ich jetzt auch wieder 1 mm Frästiefe haben. Dann hätte ich gerne insgesamt 3 Ausschnitte. Es gibt 2 sehr simple Ausschnitte. Und zwar möchte ich erstmal einen Ausschnitt automatisch erkannt hier vom Fenster haben. Da wird dann quasi der gesamte Innenbereich als Tasche ausgefräst. Also das sieht man hier, dass das komplett rot markiert und wirklich das ganze, das komplette Material dann wegnimmt. Die Frästiefe in dem Fall lasse ich auf Abfragen stehen, denn es soll ja komplett ausgefräst werden und Abfrage bedeutet, dass ich vorm Start des Fräsprogramms bzw. dann, wenn ich den Maschinencode generieren lasse, gefragt werde, welche Frästiefe dann verwendet werden soll. Und das ist in dem Fall zum Beispiel die Materialstärke von dem jeweiligen Brett, aus dem ich das rausfräse. Und da möchte ich gerne, dass beim Ausschnitt dieses Fensters dieser Wert, den ich da angebe, verwendet wird. Deswegen lasse ich das hier auf Abfragen stehen. Und damit haben wir den Ausschnitt vom Fenster quasi auch schon erledigt. Und einen zweiten Ausschnitt brauche ich dann hier bei diesem Ausschnitt an der Türe. Da sage ich auch, ich möchte gerne eine Tasche machen und die Frästiefe ist ebenfalls auf Abfragen. Komplizierter wird es dann wieder beim Umriss hier, weil ich möchte nicht, dass der Radkasten so ausgeschnitten wird, sondern ich möchte gerne, dass die Kontur quasi hier einmal rumläuft und dann ins Rad übergeht und wieder zurück auf die Kontur vom, von der Wohnwagenkabine quasi wieder übergeht. Und dazu muss ich ein Teil ausfräsen. Also der Unterschied zwischen einem Teil und einem Ausschnitt ist, dass der Ausschnitt quasi in der Innenbahn der Kontur verläuft und der Ausschnitt verläuft, das Teil läuft auf der Außenbahn. Und in dem Fall mache ich das jetzt folgendermaßen. Also ich gehe wieder auf die manuelle Konturenerkennung und fange einfach mal hier unten an und mache als erstes mal den Radkasten mit Rad und versuche hier so ein bisschen die Rundung aufzunehmen, die am Ende das ins Rad übergeht, damit das nicht ganz so abgehakt aussieht. Na, das wollte ich schon mal nicht. Mit Backspace kann man den letzten Punkt rückgängig machen und gehe dann quasi hier in das Rad über. So, jetzt kann ich wieder die automatische Konturenerkennung verwenden, laufe die ab bis ungefähr, sagen wir mal, hier so, bestätige mit der rechten Maustaste und gehe dann hier wieder in die Wohnwagenkabine über. So. Und habe dann quasi den Übergang zum Rad geschaffen. Und kann jetzt einmal hier die gesamte Kontur abfahren bis hierhin und dann den Rest der Kabine bis hierhin. Und damit habe ich dann die Außenkontur ebenfalls ausgeschnitten. Und da möchte ich gerne entsprechende Anbindungen noch einarbeiten. Also man sieht zum Beispiel hier, dass die Ausfräsung hier für diese Anhängerkupplung für den Durchmesser des Fräsers zu problematisch ist. Also dass der Fräserdurchmesser zu groß ist, um halt diese Kante hier auszufräsen.
Und das ist aber jetzt nicht weiter tragisch, das stört mich nicht so. Ich könnte es ja im Zweifel, wenn ich wollte, noch mit der Hand nacharbeiten. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass im Fräsprozess selber auf keinen Fall das Teil, wenn es ausgeschnitten wird, irgendwie lose wird. Also ich klebe das Brett am Ende dann auf ein Spoilerboard drauf, also auf ein Brett, wo ruhig reingefräst werden kann. Wenn er jetzt die Außenkonturen abfräsen würde, dann würde ja irgendwann das Innenteil locker sein. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das durchgehend fest bleibt, so dass ich das dann am Ende, wenn die Fräsung beendet ist, einfach ja, durch Sägen von zwei, drei Punkten einfach rauslösen kann. Und dazu gibt es diese Anbindungen. Und ich setze jetzt zum Beispiel mal hier eine Anbindung, hier eine Anbindung und zum Beispiel hier eine Anbindung. Das sollte vollkommen ausreichen. Ja, die Punkte habe ich mir jetzt einfach so ausgedacht, weil ich denke, dass das okay sein wird, wenn man da die Anbindungen macht. Was ich jetzt aber gerade noch gesehen habe, ist, dass ich in diesem Teil hier zum Beispiel den falschen Fräser noch ausgewählt habe. Da muss ich dann wieder auf den China-Fräser wechseln. Dann sieht man auch, dass die Konturen hier direkt ganz anders werden, weil hier halt die 12,7 mm Durchmesser ausgewählt waren und die rote Kontur wird jetzt dünner, weil jetzt 6 mm ausgewählt sind. Und die Tasche hier und hier habe ich, glaube ich, auch noch mit dem falschen Fräser gemacht. Das ist nicht so schlimm. Dann gehe ich einfach auf diese Tasche hier drauf und sage auch hier, ich hätte gerne den China-Fräser dafür verwendet. Und hier gehe ich auch drauf und sage auch, ich hätte gerne den China-Fräser verwendet. Also den 6 mm Fräser. Und ja, jetzt kann man hier noch alle möglichen Sachen einstellen, zum Beispiel die Räumstrategie für diese Taschen. Momentan ist da linear eingestellt. Vielleicht wäre für diese Rundung hier eine Räumstrategie von parallel besser. Würde ich in dem Fall auch einfach mal machen. Also, dass er quasi parallele Kreise zieht, um am Ende die Tasche zu räumen. Und das gleiche mache ich dann auch mal bei diesem Ausschnitt. Statt linear gehe ich hier auf parallel. So, und im Prinzip ist meine Fräsung jetzt vorbereitet. Damit ich mir jetzt sicher sein kann, dass das alles in Ordnung ist, was ich hier gemacht habe, kann ich einfach mal auf Vorschau gehen. Sag jetzt hier, dass es nicht so lang dauert, dass er 5 mm ja, Stärke hat von dem Brett, was er ausfräsen soll, und kann jetzt hier einfach mal die Simulation laufen lassen, dass es nicht so lang dauert, beschleunige ich das. Und wir sehen hier, dass das Werkzeug aktuell 90 Grad Phasenfräser ist und dass er hier jetzt quasi die Konturen einmal abfräst. Gestrichelte Linien sind ja, kein Fräsvorgang, sondern ein Anheben und ein Transportieren des Fräsers zu einer anderen Stelle. Hier sehen wir jetzt, dass er die Parallelausfräsung der Tasche macht. Hier auch mit der parallelen Räumung die Ausfräsung der zweiten Tasche am Fenster. Und bei der dritten Fräsung wird er mit dem China-Fräser dann die Außenkonturen des Wohnwagens noch abfräsen. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, bis er das komplett ausgefräst hat. So, und jetzt kommen die Außenkonturen vom Wohnwagen, die er quasi in 1 mm Intervallen abfährt. Also er macht eine Fräsung in 1 mm Tiefe, weil ich das so eingestellt habe hier, dass er die Tiefenzustellung pro Durchgang in 1 mm machen soll. Und um auf 5 mm zu kommen, fährt er einfach fünfmal um das Objekt rum und hat es dann komplett ausgefräst. So, ja, damit bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal zufrieden und kann dann jetzt das Projekt speichern. Die finale Einstellung vom Fräsprogramm mit der jeweiligen Tiefe werde ich am Rechner an der Fräse selber vornehmen, nicht hier an meinem Desktop-PC, so dass ich da
nochmal Dinge kontrollieren kann, wenn ich möchte. Und vor allem diese vorgefertigte Werkzeugliste direkt mitkommt. Gut, so, gespeichert. Und dann kann es auch schon losgehen. Hier sieht man mich jetzt erstmal ein doppelseitiges Klebeband auf das Spoilerboard aufkleben, also das Brett, wo später reingefräst werden darf, das unter dem eigentlichen Werkstück liegt. Klebeband reicht da vollkommen aus, um das zu fixieren. Ich habe noch keine Fixiervorrichtung am Tisch selber. Dann nehme ich Heißkleber und fixiere das Werkstück selber auf diesem Spoilerboard. Weil ich so schlau war und vor dem Festkleben vergessen habe, die Materialstärke zu messen, mache ich das danach. Aber mit dem Messschieber ist das kein Problem. Dann richte ich den Fräser selber, die Frässpitze auf die Koordinate x0, y0, z0 aus. Mit dem Stück Papier teste ich dann, dass der Fräser nicht schon irgendwie ins Holz eintaucht, sondern ganz knapp darüber liegt. Ich gehe also langsam runter und gucke dann, bis das Stück Papier anfängt, Widerstand zu bekommen. Ja, dann starte ich die Frässpindel und starte das Fräsprogramm. Ja, hier sieht man auch schon den ersten Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mit dem falschen Fräser gestartet. Der hat nämlich erst graviert. Ja, naja. Soweit so gut. Jetzt wechsle ich einmal den Fräser und versuche meinen Fehler von vorhin auszubügeln und jetzt wird nachgraviert. Ja, schöne Scheiße. Jetzt hat das alles so toll funktioniert. Und jetzt... Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Die Fräsung lief so gut, ich dachte schon, ich bin Dr. Fräse persönlich und Dr. CNC persönlich. Dass es beim ersten Mal direkt so gut funktioniert. Und dann... Ich habe nur das Fräsprogramm ausgemacht und dann... Fräsprogramm. Moment mal. Fräsprogramm ausgemacht.
Oh, ich Idiot. Okay. Ja, ich weiß, was passiert ist. Ich Honk habe ja das Fräsprogramm ausgemacht. Also nicht nur das Fräsprogramm im Sinne von das Programm zum Fräsen gestoppt, sondern ich habe Estelcam ausgemacht. Und das hat die ganzen Schrittmotoren deaktiviert. Und dann ist die ganze Z-Achse unter dem Gewicht von der Frässpindel und der Vibration natürlich von der Frässpindel schön runtergefahren. Und ich dachte schon, es wäre irgendwie ein Fehler im Fräsvorgang selber gewesen oder sowas, aber nee, das war einfach nur meine Dummheit. Na gut, wie war das? Der gute Holzwerker macht nicht immer alles direkt perfekt, sondern weiß nur, wie er seine Fehler kaschiert. Ja. Mal gucken, ob ich das irgendwie ausgebügelt bekomme. Was man auch sieht, zum Beispiel am Fräsergebnis, ist, dass das hier in den Rändern ziemlich ausgefranst ist. Das hat nichts mit der CNC an sich zu tun. Ich habe einfach den falschen Fräser. Und zwar gibt es, da kenne ich jetzt leider nur den englischen Begriff, Downcut und Upcut-Bits. Und das ist ein Upcut-Bit. Das heißt, die Spirale vom Fräser verläuft so, dass die Fasern, die Holzfasern nach oben gezogen werden. Und dadurch franzt das alles aus hier. Wenn ich ein Downcut-Bit hätte, dann würde die Faserstruktur nach unten gedrückt werden. Und unten drunter hat man ja eine entsprechende Auflage. Und da würden dann solche Konturen, so wie hier, rauskommen. Also ganz sauber gefräste Linien. Ich habe leider keinen billigen China-Fräser gefunden, der entsprechend Downcut macht. Und ja, jetzt muss ich halt ein bisschen Hand anlegen und schmirgeln. Ja, ich hätte ja auch irgendwie, statt einfach nur perplex zuzuschauen, auch einfach mal den Strom ausschalten können. Stattdessen gucke ich dazu, wie mein schöner Wohnwagen zerstört wird. Aber irgendwie war ich da so perplex, dass das passiert. Egal, das passiert mir nicht nochmal. Jetzt wird hier so ein Ding eingebaut. Das ist ein Nullspannungsschalter, Sicherheitsschalter. Der ist eigentlich auch sofort von Anfang an vonnöten gewesen, denn falls der Strom ausfällt und dann überraschend wieder angeht und hier die Oberfräse läuft gerade und man hat gerade seine Finger an der falschen Stelle, ist das auch nicht so schön. Deswegen kommt jetzt das Teil da dran und das nächste Mal hau ich einfach auf den roten Knopf. Und so sieht jetzt das finale Schlüsselbrett aus. Eigentlich noch ganz okay geworden, oder? Also meine Lösung war jetzt einfach so einen Reifen in 3D zu drucken. Hab den Radkasten dann hier nochmal mit der Hand, mit der Oberfräse noch ein bisschen tiefer ausgefräst. Hab hier hinten an dieser Ausrissstelle hier nochmal mit einem 35er Fosnabohrer kreisrund ausgeschnitten, so dass die Speichen quasi ja, keinen Hintergrund mehr haben, sondern man dann da durchgucken kann. Ja, und dann habe ich halt diesen Reifen draufgeklebt, das Ganze mit Klarlack lackiert, die einzelnen Aufhänger für die Schlüssel reingemacht und schon alles super, nie irgendwas passiert. Ja. Nee, aber ich denke, das ist okay. So kann man sich das hinhängen. Und ich muss es nicht nochmal machen. Wäre auch irgendwie schade drum. Jetzt hoffe ich nur, dass der guten Mosty Printed CNC nichts passiert ist.
das sah ja ganz schön grausam aus, wie das dann da in der Mitte hochgehoben wurde. Also die Makita funktioniert noch. Die habe ich jetzt da schon wieder im Einsatz gehabt. Allerdings muss ich jetzt hier nochmal alles durchchecken, gucken, ob die Rohre sich irgendwie verbogen haben, ob sich jetzt hier der Kauf des guten V2A gelohnt hat oder ob jetzt da schon irgendwas im Argen liegt. Ja, die frisch kalibrierte CNC muss ich jetzt dann nochmal neu durchchecken, aber okay, ich habe daraus gelernt. Erstens, ich habe für Sicherheit gesorgt, indem ich jetzt hier unten diesen Schalter habe, und zweitens weiß ich sofort die Frässpindel ausmachen, wenn man fertig ist, und auf keinen Fall Estelcam ausmachen, ja, damit die Schrittmotoren weiter zupacken und auf keinen Fall die Z-Achse runterfahren lassen. Naja, gut. Lehrgeld. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Wenn ihr gerne weiter über Videos informiert werden wollt, dann drückt entweder die Glocke beim Abo-Knopf oder abonniert doch einfach meinen Newsletter auf nachdenksport.de und dann werdet ihr informiert, wenn es irgendwas Neues gibt. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen auf ein bisschen CNC-Fräsen. Bis dahin, frohes Schaffen!